Einen wunderschönen guten Tag zurück auf der Auenbach LS17 im Singleplayer und auf dem Weg vom Händler nach Hause. Der übliche Weg aktuell. Ja, es gab mal wieder ein Update von der Karte. Das heißt, Aufnahmetag ist gerade der Sonntag. Heute ist, glaube ich, auch das Update gekommen. Ich hänge hier gerade mit der Kamera irgendwo. Ja, ist ein bisschen was gemacht worden. Das heißt, es soll wohl was an der Performance gemacht worden sein. Warum geht denn mein Drive Control jetzt eigentlich nicht mehr richtig? Weiß keiner. Ja, an der Performance soll ein bisschen was geschraubt worden sein. Ich bin gespannt, ob es auch so ist. Ansonsten, warum liegt denn da ein Stein mitten im Weg? Nee. Ja. Dafür sind natürlich jetzt durchs Übernehmen vom Spielstand, weil wir einen neuen Spielstand anfangen mussten. In dem Fall, weil ich glaube ich eine Versionsnummer übersprungen habe. Und in der letzten war die Bitte, ein neues Save Game zu benutzen. So, das habe ich gemacht. Jetzt ist natürlich wieder hier alles auf Anfang. Das heißt auch die Felder wieder, weil darum geht es ja im Endeffekt um den Status der Früchte. So, es bringt uns natürlich fürs Let's Play jetzt eher wenig. Heißt so viel wie, dass wir hier wieder alles von vorne machen müssten. Aber ich habe jetzt meinen Helfer mit einem Pflug hier eingestellt, dass der hier Gas gibt. Und das eine... warum ist denn das jetzt so? Das gibt's ja nicht. Ja, super. Die Konsolen-Extension haut hier rein, aber warum? Warum hängt denn jetzt bitte Drive Control? Also die Anzeige hängt. Keine Ahnung warum. Naja, gut, lassen wir das einfach mal so im Raume stehen. So, auf jeden Fall ist der Pflug gerade unterwegs. Ich werde jetzt das andere Feld mit dem Grubber unterarbeiten. Denn ernten tue ich es jetzt nicht nochmal. Erstens mal lyncht ihr mich dafür und zum anderen habe ich jetzt auch mal Lust, was anderes zu machen. Und ja, nachdem wir sowieso... Ah, jetzt geht er wieder. Ach, jetzt weiß ich warum. Wegen dem Förderband hing der. Jetzt, okay. Weil in das Förderband kann man ja einsteigen und anscheinend gibt es da Überlagerungen, was die Geschichte angeht. So, auf jeden Fall... der Drescher steht auch noch da, wo ich ihn hingeparkt habe, mitten im Weg, warum auch immer ich da in Richtung Feld hochgefahren bin. Also theoretisch könnte man den natürlich ausprobieren, aber das macht jetzt auch wenig Sinn. Wie gesagt, ich habe jetzt wenig Lust hier nochmal die Felder irgendwie in der Form zu bearbeiten. Deswegen gibt es jetzt hier eine schnelle Variante. 3 Meter ist passt und dann arbeitet man nämlich hier die ganze Pflanze unter. Wie gesagt, wir werden dann das Feld nochmal bearbeiten. Nicht ausloggen. Wir werden das ganze Feld dann nach der nächsten Ernte sauber bearbeiten, ohne dass wir hier eben dann diesen Pfusch hier fabriziert haben. Ja, im Moment ist natürlich krass, weil eben ja in einer Tour eigentlich neue neue Maps bzw. Updates kommen. Das ist ganz klar, dass da noch nicht alles so rund läuft am Anfang und gerade wenn natürlich neue Save Games benötigt werden, ist es fürs Let's Play natürlich immer blöd. Funktioniert nicht ganz so, wie man das gerne hätte. Aber gut, damit können wir leben. Wie gesagt, ich mache jetzt hier kurzen Prozess, mache die Felder platt und dann werden wir mit Säen beginnen beim nächsten Mal. Das andere Feld, wie gesagt, macht schon der Helfer. Der ist schwer am Schuften, dass er das pflügt. Also das untere Feld ist dann schon gepflügt und normalerweise müsste dann auch eine Düngestufe drauf sein. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, wenn ich hier ganze Pflanze unterarbeite, ob das dann hier düngetechnisch was bringt, beziehungsweise ob es überhaupt einen Effekt hat. Schauen wir mal.
Robert. Ja, das sieht man noch nicht viel. Ja, geht anscheinend. Das scheint so, als würde es funktionieren. Mit dem Unterarbeiten. Schauen wir mal, wie es zum Schluss dann aussieht. Ich hoffe mal, dass das alles funktioniert. So, ja. Ansonsten gibt es ja jetzt einen Release-Termin für die Lostberg. Hat der Niklas ja gepostet. Das Ganze wird am 28.11. sein. Und ja, einige können sich mit Sicherheit an einer Hand abzählen, welche Map ich definitiv spielen werde, sobald sie verfügbar, beziehungsweise ja, für mich ist sie schon verfügbar, aber deswegen spiele ich sie noch nicht, weil das unfair gegenüber allen anderen wäre und vor allem, weil ich es nicht darf, mal abgesehen davon. So, das heißt, hier wird es definitiv dann die Lostberg geben, ganz klar, nachdem ich da auch schon beim Beta-Test mit dabei war, möchte ich diese Map natürlich spielen. Und somit ist jetzt hier genau noch, warte mal, das ist die Montagsfolge, das heißt genau 8 Folgen, 7 Folgen. 7 Folgen plus, ja, plus eventuell, nee, genau 7 Folgen noch. Und dann ist das Thema hier Auenbach erstmal Geschichte. So leid es mir tut, jedem, der dem die Karte hier gefällt, kann ich absolut nachvollziehen, wenn ihr die sehen wollt, aber dann, sorry, nicht mehr auf meinem Kanal, denn hier wird es eben dann die Lostberg geben. Habe ich aber schon seit langem, langem gesagt, war schon im LS15 so, dass ich da schon des Öfteren drüber gesprochen habe. Wenn diese Map kommt, werde ich sie bespielen. Und im Endeffekt nutzen wir jetzt die Zeit hier nur noch, um unseren Fuhrpark vielleicht noch ein bisschen aufzustocken. Je nachdem, die, wie gesagt, in den 7 Folgen wird jetzt nicht allzu viel passieren. Das heißt, wir werden uns eher so in Richtung Tiere bewegen, weil die kann ich mitnehmen. Die Felder kann ich nicht wirklich mitnehmen. Und von dem her werde ich auch das Lostberg Safe Game ein bisschen anpassen, dass wir da auch nicht hier mit ein oder zwei Feldern starten, sondern ein bisschen mehr vielleicht, dass wir da gleich mal ein bisschen Auswahl haben, was wir machen können. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, mit einem etwas überarbeiteten Fuhrpark dann das Ganze hier durchziehen. Aber nichtsdestotrotz werden wir die 7 Folgen hier auf jeden Fall, beziehungsweise es sind ja nur noch 6 Folgen, ja, 6 Folgen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Folgen für diese Woche werden wir hier auf jeden Fall noch aktiv beenden, beziehungsweise abhandeln und dann eben gemeinsam auf die Lostberg umziehen. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich jetzt im Endeffekt so schnell so viele Karten hier durchtausche. Ich habe aber eigentlich auch noch nicht mit einem Release der Lostberg gerechnet, selber nicht. Ich wusste zwar, was der Niklas soweit vorhat, aber noch nicht die Details. Von dem her kommt es jetzt auch für mich mehr oder weniger überraschend. Hätte ich das nämlich vorher gewusst, wäre ich die paar Folgen noch auf der Goldcrest Valley geblieben. Kann auch sein, dass ich da nochmal zurückgehe, dass ich das Auenbach-Projekt hier einstelle. Oder? Nee, nicht wirklich. Nee, also wegen 6 Folgen mache ich jetzt da keine große Geschichte mehr drum. Wir werden hier noch einmal Gras mähen dann. Die ganze Wiese hier mähen. Nachdem leider trotz Updates hier immer noch kein Terrain Layer bzw. Feld Layer drunter ist, ist das ein bisschen ärgerlich, weil wir im Endeffekt mit der Wiese nichts anfangen können, außer ganz stinknormal mähen und ja, Zett und Schwaden, klar, aber eben nicht weiter bearbeiten. Das heißt, Striegel oder sonstige Geschichten sind im Moment sinnfrei auf der ganzen Geschichte. Das ist ein bisschen schade, das stört mich auch eigentlich am meisten an der Karte, muss ich wirklich sagen. Ansonsten ist sie echt cool geworden, ist eine schöne kleine Singleplayer-Map, aber eben die Geschichte, dass hier ja, keine Möglichkeit besteht, die Wiese zu bearbeiten,
ist einfach, ja, es ist für mich leider ein großes Manko dieser Karte, auch weil es für mich einfach jetzt schon zum LS-Standard gehört, dass man eben auch die Wiesen bearbeitet. Klar kann ich es jetzt pflügen und dann nochmal neu säen und so weiter und so fort. Aber warum? Ja, das Feld 3 soll eine Wiese sein. Und dann wäre es halt auch cool, wenn man da einfach den Layer drunter legt. Aber gut, das muss der Modder bzw. Mapper für sich entscheiden, ob er das machen möchte. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann ihm nur das weitergeben, wie ich das Ganze finde. Ja, eventuell nimmt er sich's zu Herzen oder auch nicht. Aber wie gesagt, ja, meine Vorfreude ist einfach auf der Lossberg. Ich habe sie ja schon spielen dürfen, also von dem her kann ich euch sagen, ihr werdet was sehr, sehr Geiles in die Finger bekommen, beziehungsweise in euren Mod-Ordner. So viel kann man definitiv sagen. Und ja, da gibt es nochmal ganz andere Sachen. Plus natürlich, ja, eine größere Karte, muss man auch dazu sagen. Also die ist eigentlich schon eine potente Multiplayer-Map, die alleine zu bewirtschaften schon wieder, ja, eine ziemlich große Aufgabe ist. Ist im Endeffekt von der Größe her schon vergleichbar mit der Bindelbach zu LS15 Zeiten, wobei die Fahrzeuggröße wieder kleiner ist. Also Lossberg ist eher schon für die mittlere Schleppergröße, nicht unbedingt die kleinsten, nicht die größten, also wirklich so ein Mittelding, aber in dem Fall eben dann, ja, mit dem kompletten Fuhrpark. Vielleicht mache ich auch einen ganz krassen Schnitt und fange wirklich mit der Lossberg auf Null an, wäre eigentlich in dem Fall die coolste Variante, weil dann ist eventuell auch so manches falsch gekaufte oder, ja, blöd gekaufte auch weg. Und wir fangen einfach nochmal bei Null an. Das wäre die andere Option und können uns dann wirklich schön da hocharbeiten. Vielleicht gehe ich auch in dem Fall auf Schwierigkeitsstufe Normal, um gegebenenfalls ein bisschen zügiger das Ganze zu lösen oder zu machen. Andererseits finde ich es eigentlich auch ganz spannend, sich wirklich hochzuarbeiten, wirklich zu schauen, dass man wirtschaftet und ja, das Ganze ja, schon penibel angeht und in dem Fall auch irgendwie sinnvoll und durchdacht. Aber das muss ich mir jetzt echt noch überlegen. Da ist jetzt gerade eben durch den früheren Release-Termin, als ich mir gedacht habe, ist jetzt einfach meine Planung noch gar nicht so weit, was ich dort mache. Aber ich denke, am nächsten Sonntag bzw. dann Montag werden wir definitiv sehen, was ich mir da so ausgemalt habe, und dementsprechend hoffentlich dann zusammen hier viel Spaß haben auf der Lossberg dann. Also das ist der große Plan, die Lossberg. So, ich glaube, den Fendt müsste ich eigentlich mal quer zum Hang und nicht dauernd rauf und runter fahren lassen. Das würde Ressourcen sparen und Zeit, also doppelt Ressourcen, weil Helfer kostet ja doch ganz schön Geld. Aber wie gesagt, ja, muss ich mal gucken. Ja, vielleicht hauen wir auch hier jetzt auf die Kacke, wenn wir jetzt echt, wenn ich den Punkt mit dem kompletten Neustarten mache, könnte man eigentlich hier uns so richtig nette Gerätschaften noch holen. Jede Folge was anderes. Nee, nicht ganz. 500.000, so viel ist es dann auch nicht. Mal einen großen Schlepper gekauft und das Thema ist schon erledigt. Das möchte ich natürlich auch nicht. Also da muss ich schon dementsprechend abwägen. Aber wie gesagt, wir werden definitiv noch Grünland hier machen, auch wenn ich es schon relativ viel gemacht habe. Aber in dem Fall werden wir einmal diese Wiese da unten bearbeiten und dann dementsprechend, ja, mal nutzen.
Ich weiß noch nicht in welcher Form. Vielleicht machen wir auch einfach das Fahrsilo damit voll, dass man es nur mähen, schwadern und dann rein ins Silo und eventuell dann mit einem etwas größeren Schwader. Aber wie gesagt, das steht alles gerade noch so ein bisschen in den Sternen. Da mache ich mir jetzt mal einen Kopf drum und ihr, ja, seid schon wieder befreit von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, einen schönen Rest Montag und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in einer neuen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.